Tyrande versus Garrosh. Victory or death! Elune, give me strength. Und ich wundere, ich muss nebenbei noch mal schreiben, wie angekündigt. I see a vision in the flames. Okay, ja, ich habe hier eh nicht viel zu spielen offensichtlich. Ich muss sagen, dass der Warpriest das bisher interessanteste Deck ist. Control-mäßig ist es vielleicht das, was am meisten Spaß macht. Ja. Mail schreiben hast du eine Quali jedes Mal, vor allem auf Englisch. Immer wieder. Ja, was macht man da? Unity. Precision. Machen wir mal so. Aha, so erledigt er das hier. So, dann noch das Bärchen hier. Ja, ich schau Game of Thrones. Mein Gott, ist das eine weirde Hand, ey. Richtig weirde Hand, ey. Not all wonders are lost. Sag mal, was ist denn das hier mit den Removal? Ja, schon ein bisschen nervig. Weißt du, sagt, hat nur einen Rang 17 Deck, spielt aber 1 zu 1 Meta Deck. Ja, das ist der Resurrection Priest. Ah, das war jetzt nicht unbedingt besser, wa? So, jetzt sieht das Ganze auch schon anders aus. Na, hallo Player, grüß dich. Du musst den ganzen Tag von der Firma telefonieren, auch viel auf Englisch, auf teilweise Franzosen, Italienisch, Chinesen und Telefonen, die kein Wort Englisch sprechen. Das ist eine Qual, ja, das glaube ich gerne. Hannes, du siehst hier, wie viele Subs es sind. Du kannst es selber ausrechnen. Für was denn wählen? Wählen in Kombination mit Vargoth und Holy Nova schon mal gespielt? Sehr geil. Ja, schade, mit Innerfire hatten wir Lethal, aber das haben wir natürlich wieder nicht. Weil wir nicht so gut in dem Spiel sind. Ich denke, das beste Play ist hier nothing.
Magmaster Shaman ist auch wirklich gut, ja. Ist auch absolut playable. Light the fuses! Süßer Drache. In der Feier brauchen wir Menno. Katrina regelt. Katrina muss man erstmal wegmachen hier. Sehr gefährlich. Also diese Karte so sehr. Nicht so eine höhere möchte ich brechen. Ja, die Order war scheiße, wenn ich das richtig gesehen habe, oder? Nee, war sie nicht. Ach so. Ja, doch. Technisch gesehen war es eine Kack-Order. Ja, Tilti, die ist eigentlich auch aktiv, funktioniert aber nur aus welchen Gründen auch immer nicht aktuell. Du kannst sehen, dass sie unten auf Twitch aktiv ist, aber irgendwie ist es halt nicht. Oh, Holy No, wäre cool. Merci. This is sure a shiny play. Natürlich, Nico, es ging ja auch schon mal. War ja auch schon mal aktiv. Wie gesagt, nicht erklärbar. Hm. Auch vielleicht gar nicht so gut, wie ich dachte, das Playen. So schlecht kann es jetzt auch nicht sein. Aha. Der Herr Vargas. Oh Gott, ich zieh meinen Inner Fire nicht. Das ist schon ein bisschen belastend. Ein bisschen belastend ist das schon. Puh, kann ich jetzt nicht clearen. Schwierig. Hallo Felix, grüß dich. Wow. Nee, Nico, eigentlich wollte ich es nicht. Ach, vielleicht mach ich's. Ernsthaft jetzt? Zwei Inner Fire aus 9 Karten? Ich meine, wirklich?
spielt er in dem Deck kein Brawl oder ist auch Brawl unter seinen letzten 6 Karten? Das ist sehr verstörend. Boah, dieser Card Draw, ey. Da könnte es schon wieder brechen, ne? Da könnte man schon wieder brechen. Letzten 2 Karten in der Feier, Alter. So viel Zeit habe ich nicht. Ich habe ein bisschen Angst, dass er jetzt Brawl gezogen hat. Aber wenn er das hat, wird es sehr schwierig. Er spielt doch kein Warrior Deck ohne Brawl, oder? Ich befürchte ein bisschen, dass das alles zu spät kommt. Ich habe in der Feier Wand, aber. Hier ist eine Witch Doctor. Ich meine, wir gewinnen, wenn er jetzt keine Antwort darauf hat. Brauchen wir nicht mal Mass Resurrection. Krass, spielt das der kein Brawl, Mann? Oh, Execute, aber er hat kein Brawl. Das heißt, ich kann jetzt Mass Resurrection spielen. Das heißt, entweder befindet sich ein Brawl unter seinen letzten 3 Karten, oder es ist ein fucking Deck ohne Brawl. Und das will ich erstmal sehen. Aus der Witch Doctor! Was? Warum spiele ich eigentlich Kartenspiele? Warum spiele ich eigentlich Kartenspiele? It is finished. You win. Well played. Das war das Hearthstone-Highlight für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst eine positive Bewertung da, wenn dem so ist. Und schreibt mir natürlich eure Meinung zum Match unten in die Kommentare. An der Stelle möchte ich mich bitte in der drüben eingeblendeten finanziellen Supportern bedanken. Vielen lieben Dank, dass ihr es mir möglich macht, diese Hearthstone-Videos hier zu produzieren. Falls sich jemand dieser Liste anschließen möchte, klickt einfach mal rechts oben oder unten in der Videobeschreibung. Dort findet ihr auch alle Links zu meinen Social-Media-Kanälen, falls ihr mir auf Twitter oder Instagram folgen wollt, um mehr von mir außerhalb von YouTube zu sehen. Ansonsten
Ansonsten lasst auf jeden Fall ein Abo auf dem Kanal da und vergesst nicht die Glocke zu aktivieren, denn nur dann landen die neuen Hearthstone-Highlights auch in eurer Abo-Box oder checkt die beiden Videos aus, falls ihr sie noch nicht kennt. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Hearthstone-Highlight.